Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Nerdstar-Zuschauer und natürlich wie meine geschätzten Nerdstar-Zuschauerinnen zur Doom-Let's Play von mir, eurem Sergen. Ich muss mich für die ersten vier Folgen ein wenig bei euch entschuldigen. Und zwar ist mein Lüfter momentan ein bisschen laut. Warum genau, weiß ich nicht. Da gucke ich mir das noch an, warum und wieso, weshalb und so weiter und so fort. Aber momentan habe ich jetzt keinen kurzfristigen Ersatz dafür oder sonst was. Also falls ihr das Ding hören solltet, es tut mir leid. Ich werde versuchen, mit dem Equalizer im Schnitt irgendwas da rauszuholen, damit ihr das bloß nicht hört. Aber ja, ich hoffe dennoch, ihr habt die ersten vier Folgen genossen. Ich habe heute vor, mehrere Folgen am Stück aufzunehmen. Also ich werde jetzt, glaube ich, wir haben es jetzt 21.30 Uhr, ich werde so versuchen, 6 Folgen bis 23 Uhr zu produzieren. Hoffe, dass ich damit hinkomme und ich nicht irgendwie so von jeder Folge eine Minute oder so abziehen muss. Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben es das letzte Mal bis zur Gießerei auf Albtraum geschafft. Ich bin einige Male gestorben. Und ja, ich lade jetzt einfach mal das Level und wir sehen jetzt einfach mal zu, dass wir hier weiterkommen. Jetzt, da der Satellit wieder online ist, werden das Ausmaß und der Ursprung des Angriffs erkennbar. Olivia Pierce, die leitende Wissenschaftlerin des Lazarus-Projekts und Kultanführerin, hat eine Höllenwelle aktiviert und hunderte von Dämonen aus ihren Zellen in den Lazarus-Laboren befreit. Die dadurch ausgelösten Zerstörungen haben die Einrichtung an den Rand der vollständigen Vernichtung gebracht. Die Reaktoren der Gießerei stehen kurz vor der Kernschmelze. Samuel Hayden, ein Überlebender und zugleich der Chef der Marsstation, hat dir seine Hilfe angeboten, falls du sie brauchst. Was nicht der Fall ist. Du brauchst nur Munition und eine Möglichkeit, die Kernschmelze zu verhindern. Das ist Doomguy, Freunde. Wir sind bei der Kernschmelze. Wir müssen sie verhindern. Das überlebt sonst niemand auf dem Mars. So. There we go. Die Gießerei. Die weitere Analyse des aktiven Prätorenanzugs hat ergeben, dass ich die Verbesserung ihres Arsenals durch die Bewertung ihrer Kampfeffizienz beschleunigen kann. Ich habe ihre Helmanzeige entsprechend erweitert. Die Anlage wird dich nicht in den Turbinenraum lassen, solange die dämonische Bedrohung in der Gießerei nicht beseitigt wurde. Unser Sicherheitssystem lassen sich nicht überbrücken. Okay, dass sie sich nicht überbrücken lassen, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber wie gesagt, wir lösen hier unsere Probleme auf unsere Art und Weise. So. Erstmal gönnen wir uns hier Mikroraketen. Ja, wer hat da auf uns gerade geschossen? Hä? Echt? War meine Granate so gut gerade? Ja gut, wenn sie gut platziert war, dann war sie gut platziert. Perfekt. Dann spielen wir einfach mal weiter. Kämpfen wir uns hier vor. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Ah, genau. Das Plasmagewehr finde ich immer ganz gut, um so auf die Distanz Schaden zu verteilen. Und auch so diese Plasmakugeln zu verteilen, ist damit ganz nützlich. Jetzt bin die gelbe Keycard am Start. So. Boah. Digga. Boah, das war knapp. Das war mega knapp. Shit. Ah, warte mal, ich versuch was. Das hat funktioniert. Oh, es hat funktioniert. Wie geil ist das denn? Das haben wir noch nie probiert, ey. Mit leerer Ammo einfach mal den letzten Imp rausgeholt.
So, und natürlich das nächste Secret darf nicht fehlen. So, was war nochmal diese eine Herausforderung? Bordstein fressen. Führe 3 Tod von oben Gloricles bei besessenen Soldaten aus. Okay, das kriegen wir hin. Aber nicht, wenn hier die ganze Zeit... So, Argentzelle. Erstmal die Munitionskapazität erhöhen. Ich persönlich halte auf Albtraum nicht viel von Rüstung. Weil eben Rüstung wirklich so wenig wert ist. Und deswegen setze ich halt mehr so auf Gesundheit. Aber bei Mr. Rage habe ich eine Sache entdeckt, die mich doch so ein bisschen auf Rüstung setzen lässt. Und ich will halt jetzt schauen, dass ich alle Argent-Zellen finde. Hier gibt es aber nur einen im Level. Also das ist schon mal gut. Jetzt decken wir erstmal das Secret hier auf. So, ein bisschen Retro-Time hier. Ach so, das braucht ihr mir. Genau, jetzt. Und. Was? Immer noch nicht? Perfekt. Ja, die Nostalgie ist hier drin. Was? So, mal gucken, wie weit das hier rausgeht. Ah, wir sind nur draußen. Das ist so schön. Nein, ich sterbe jetzt nicht. Das war knapp. Ah, Mann, ey, ich bin auch noch Lebensmittel. So, normalerweise hättet ihr jetzt halt die Plasma Gun hier bekommen. So. Hier gibt's nichts zu holen. Ja, der blinde Rat beobachtet sie. Super. Was? Wow, scheiße. Hier fliegen Fässer durch die Gegend. Nicht cool, nicht cool. So, war's das? Jawohl, das war's schon. Das nächste Geheimnis. Ich fühle mich gerade ein bisschen schlecht, weil ich euch die ganzen Dinger hier zeige. Ich sollte das sein lassen, aber andererseits, keine Ahnung, so, ich will die Dinger mitnehmen, versteht ihr? Hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Hier gibt es noch ein bisschen Rüstung. Achtung, Kerntemperatur steigen. So, dann lassen wir hier knacken. Oh, du gehst mir... Scheiße! Ich habe echt viele Leute gesehen, die sich bei diesem Kampf echt schwer getan haben. Wobei, wie gesagt, so Doom besteht zu 60-70% wirklich ausschließlich um Bewegung. So, wenn du in Bewegung bist, dann kann dir in Doom fast nichts passieren. So, du musst einfach so ein paar Dinge voraussehen und dann... erübrigt sich der Rest quasi schon von selbst. So. Jetzt erstmal die Automap hier nicht vergessen. Die wird nämlich gerne vergessen. Und da ist schon die blaue Keycard. So. Lass mal checken hier. Perfekt. So, lass mal gucken, dass ich jetzt hier rankomme. Ah ne, ich kann hier einfach durch. Brauche ja gar nicht. So, hier ist blaue Tür.
sich schon das USB-Formular zur Umfassung und Verstümmelung ausgefüllt. Okay, hier oben erstmal jetzt die Gesundheit auffüllen. Weil hier kommen gleich nämlich zwei Höllenwächter. So. Nein, nicht! Ja. Ey, ich war in der Klemme, Mann. Ah! Da ist ein Sammlerstück! Cool! Alter, von dem Ding wusste ich noch gar nichts. Okay, die Herausforderung hätte ich auch. Was steht noch an? Drei Besessene einfach töte. Drei Besessene mit einem explosiven Fass. Das dürfte nicht schwer sein. Das kriegen wir auch hin. So, wer macht hier Stress? So, aber jetzt wird's gleich interessant. Denn der Big Boss ist hier am Start. Seht ihr, das meine ich damit. So, erst verkackt man's total und dann, keine Ahnung, im zweiten Rutsch denkt man sich dann so, boah, das war ja voll leicht. Ich verstehe das nicht. Naja. Ich glaube, das ist auch nichts, was man verstehen muss. So. Okay, was gibt's hier oben? Ach, warte mal, von da hier bin ich gekommen. Und warum ist jetzt hier ein Kampf angesagt? Wo ist der letzte? Wo ist der letzte von euch Pissblagen? Komm raus, Drecksimp. Ja gut, dann nicht. Mein Gott. So, und hier gibt es gleich einen Raketenwerfer zu holen. Den schnappe ich mir jetzt erstmal. Boah. So, wo war nochmal diese eine Station? Wo war das Ding? Hier irgendwo war das. Ich schnupper das. Wo war das? Ah, genau da oben. Genau. Jetzt kann ich hier rumgehen und dort finden wir dann den Raketenwerfer. Schon ein Level vorher.